Willkommen in Valencia. Wir fahren heute zum ersten Mal den neuen Audi A8, also das Flaggschiff der Audi-Flotte. Ganz wichtig ist, es handelt sich um ein komplett neu entwickeltes Auto, obwohl, wie ich finde, außen nicht so viel passiert ist. Viel wichtiger jedoch im Innenraum und technisch, da hat er einiges Neues zu bieten. Und was mich besonders interessiert, wie viel Platz hat der eigentlich hinten? Jetzt schauen wir uns mal kurz das Exterior Designs an vom neuen Audi A8 und das halten wir relativ kurz und knackig, denn wie ich finde, es ist außen nicht so viel passiert. Natürlich werden mir die Audi Designer deutlich widersprechen, aber jetzt schauen wir mal kurz an die Front. Was wir hier finden, ist der typische Audi Single Frame Grill, aber in diesem Fall extrem breit und extrem flach gehalten. Und das sorgt natürlich dafür, dass das Auto insgesamt von vorne sehr wuchtig hinterherkommt. Aber wie ich finde, hat er trotzdem eine gewisse Eleganz. Dieser Single Frame Grill wird eingerahmt von den Scheinwerfern. Und das ist jetzt die letzte Ausbaustufe der sogenannten Matrix LED Scheinwerfer. Wichtig, mit Laserfernlicht. Da gibt es also wirklich in der Nacht gar kein Problem mehr mit der Weitsicht. Wenn wir uns die Seite des A8 anschauen, dann fällt auf, das Fahrzeug wirkt im Vergleich zum Vorgänger noch mal mehr gestreckt, noch mal eleganter. Das liegt zum einen daran, das Auto ist tatsächlich länger geworden. Das gilt sowohl für den 5,14 Meter kurzen A8 wie auch für den 5,30 Meter langen Audi A8 L. Wir haben bei beiden Modellen 37 mm mehr in der Länge. Aber es kommt noch was Neues dazu, nämlich eine Unterbrechung der Seitenlinie hier. Hier vorne am Rathaus wird sie unterbrochen, läuft weiter durch und wird hier hinten nochmals unterbrochen. Das sorgt einfach dafür, dass die Rathäuser betont werden und dass die Seite hier verschlankt wird. Und das, wie gesagt, macht das Auto von der Seite extrem elegant. Und wie ich finde, im Vergleich zu so manchem Wettbewerber, sieht er doch nochmal deutlich moderner aus. Das Heck des neuen A8 wird, wie ich finde, dominiert von extrem vielen horizontalen Linien. Die lassen das Auto von hinten sehr elegant aussehen. Und das, obwohl der Wagen fast 2 Meter breit ist. Aber die echte Neuheit hier am Heck, das sind ganz klar zum einen die neuen Rückleuchten, die es wahlweise jetzt auch in OLED-Technik gibt. Wenn man da reinschaut, dann sieht man wirklich diese ganz hauchdünnen LEDs. Das ist wirklich was für Technikfans. Mindestens genauso wichtig ist aber das neue hier durchgehende Lichtband am Heck des Fahrzeugs. Das sorgt zum einen in der Nacht für eine richtig schöne Lichtsignatur am Heck. Aber es wird halt auch genutzt, und zwar zusammen mit den dynamischen Blinkern und den Rückleuchten, für den Willkommensgruß über die Lichtsignatur, wenn ich zum Beispiel das Auto aufschließe. Einen kurzen Blick auf die Motoren. Zum Marktstart des neuen Audi A8 gibt es zum einen einen 3 Liter V6 Diesel mit 286 PS oder aber die Motorisierung, die wir fahren, nämlich den 3 Liter V6 Benziner mit 340 PS. Darüber hinaus gibt es dann später noch einen 8-Zylinder, einen 4 Liter, der hat dann 460 PS. Und natürlich gibt es dann noch den ganz großen, das Topmodell, das ist der W12 mit 585 PS. Viel später folgt dann noch die elektrifizierte Variante, nämlich der Audi A8 L als e-tron, der bietet dann 449 PS. Wenn ich in einem Audi A8 Platz nehme, dann möchte ich eigentlich nicht, muss aber auch nicht über das Interieur und seine Qualität sprechen, denn hier erwarte ich einfach nur das Beste. Und das finde ich hier auch. Und es ist völlig egal, ob ich von den Materialien spreche. Da finde ich hier Holz, da finde ich Hochglanzflächen, da finde ich Leder. Es ist alles wirklich 1A. Und vor allen Dingen ist doch alles unglaublich gut verarbeitet und, wie ich finde, bildschön. Wenn wir in einem Audi A8 sitzen, dann erwarten wir mittlerweile auch das bekannte Active Info Display hier vorne im Cockpit. Das finden wir natürlich auch. Ich finde jedoch, das ist ein bisschen brillanter geworden. Es wirkt einfach noch mal besser als vorher. Es gibt aber auch echte Neuheiten. Eine zum Beispiel ist hier das voll integrierte Display, hat in dem Fall 10,1 Zoll. Und ganz wichtig, das ist so schön schwarz in schwarz gehalten und ist extrem brillant. Das kann man auch hier sehr schön an dem aktuellen Bild von der Satellitennavigation sehen. Aber viel wichtiger ist, es gibt ein zweites Display, und zwar hier unten. Das hat jetzt 8,6 Zoll und das ersetzt im Grunde genommen die gesamte Bedieneinheit, die wir vorher über diesen Drehdrückschalter hatten. Das funktioniert ganz hervorragend. Ich kann hier zum einen aktuell die Klimaanlage bedienen, aber ich kann jetzt, wenn ich zum Beispiel hier sage, ich will ein Navigationsziel suchen, kann ich das Ziel hier unten auch einfach reinschreiben und das System lernt ganz schnell und ist völlig intuitiv bedienbar. Gibt mir eine vernünftige Rückmeldung und lässt einfach das Bedienen, vor allen Dingen während der Fahrt, deutlich leichter und intuitiver zu. Das nur dazu. Das hat aber auch einen großen Nachteil, das Ganze, denn das, was ich hier immer dabei haben sollte, ist das Gleiche, was ich auch beim Smartphone kenne. Ich brauche nämlich eigentlich immer so ein Putztuch hier, denn gerade wenn es aus ist, sieht man doch sehr schnell alle möglichen Flecken.
Dann gibt es eine, wie ich finde, sehr schöne, sagen wir mal, Spielerei. Und zwar ist es die Lüftung hier im Audi. Denn normalerweise sind diese Flächen hier vorne komplett geschlossen. Und das Auto öffnet die nur, wenn ich die Lüftung brauche, beziehungsweise wenn ich sie einschalte. Und das finde ich persönlich richtig spannend, denn sobald ich hier die Klimaanlage anmache, da an, klappen die auf. Und ich finde, das ist für Technikfreaks ein absoluter Hingucker. Wenn ich mir die weiteren Bedienelemente hier im A8 anschaue, dann muss man ganz ehrlich sagen, zum einen, so wie hier am Lenkrad, das ist alles intuitiv bedienbar, aber ganz wichtig, wir finden kaum noch klassische Knöpfe. Das sind vielmehr hier Touch-Oberflächen und ganz witzig, die finden wir zum Beispiel auch hier vorne, selbst bei den Lüftereinstellungen. Das Gute ist, das sieht nicht nur klasse aus, sondern es funktioniert auch einwandfrei. Zum Thema Komfort, ich habe selbst als wirklich großer Mensch hier vorne richtig viel Platz. Das erwarte ich aber auch von einem A8. Ich sitze ziemlich tief im Auto und das, finde ich, gibt einem so ein Gefühl von Sicherheit, von so ein bisschen Dynamik und Sportlichkeit, obwohl wir ein sehr großes und schweres Auto fahren. Und das macht einen sehr soliden Eindruck und auch vor allen Dingen kombiniert mit den Sitzen, die extrem komfortabel sind, aber trotzdem richtig Halt geben, denke ich, hier kann man es auch auf der Langstrecke richtig gut aushalten. Mit dem neuen Audi A8 jetzt selber fahren, unterwegs zu sein, da muss ich ganz ehrlich sagen, das Auto ist so komfortabel und vor allen Dingen so leise, dass ich sogar manchmal das Gefühl habe, ich fahre ein Elektrofahrzeug. Und natürlich gibt es für den A8 so ziemlich alle Assistenz- und Sicherheitssysteme, die man sich auch nur vorstellen kann. Ein ganz wichtiges, wie ich finde, ist das neue adaptive Fahrwerk, das jetzt auch die Möglichkeit bietet, die Straße vorm Auto abzutasten und das Auto darauf einzustellen. Aber dazu kann uns ein Audi-Mitarbeiter viel mehr erzählen. Wir haben eine Kamera hier, die scannt die Straße vor dem Fahrzeug. Und wenn wir eine Unebenheit erkennen, heben wir das Fahrzeug vor der Unebenheit an und können dann diese Unebenheit besser kompensieren. Das heißt, das ist jetzt unser Aktivfahrwerk, was hervorragend gut funktioniert, aber nicht mit der Vorausschauinformation. Aktuell steht aktuell nicht zur Verfügung. Dann fühlt sich das so an. Jetzt würden wir die Vorausschauinformation aktivieren. Genau, man spürt eben, dass sich das Fahrzeug vorher anhebt und dann sehr schön flach über die Unebenheit drüber fährt. Das heißt, man spürt weniger Aufbaubewegung. Der A8 bietet jetzt auch eine Hinterachslenkung und die hat den großen Vorteil, dass das Fahrzeug, wenn ich langsam fahre, sich so verhält, dass die Vorderräder zum Beispiel nach rechts zeigen und die Hinterräder nach links. Das sorgt einfach für kleinere Wendekreise und macht das Parken viel einfacher. Und wenn ich schnell fahre, dann lenken die hinteren Räder in die gleiche Richtung wie die Vorderräder. Und das sorgt einfach dafür, dass das Fahrzeug gerade bei hohen Geschwindigkeiten, bei zum Beispiel Spurwechseln, wesentlich stabiler bleibt. Ich finde A, eine richtig clevere Lösung und B, eine Sache, die als Fahren mit einem so großen und doch recht schweren Auto einfach viel komfortabler und vor allen Dingen sicherer macht. Jetzt wollen wir mal ausprobieren, was passiert eigentlich bei dem Assistenten zum Thema Seitenaufprall, also dieser sogenannte Kreuzungsassistent. Wichtig ist aber noch, wir haben dazu auch einen Audi-Experten mal auf die Strecke geschickt, der uns das Ganze nochmal im Detail erklärt. Die Sensoren von Audi Presence haben den Würfel rechtzeitig erkannt, haben das Aktivfahrwerk aktiviert, das heißt, das Auto wurde um 8 cm angehoben. Gleichzeitig wurden die Gurtstraffer aktiviert, der Fahrer wurde sicher in den Sitz gepresst. Die Fenster wurden geschlossen, um die Insassen vor umfliegenden Teilen zu schützen. Interessant ist auch, dass die Fenster einen Spalt offen bleiben, um Dämpfe abfließen zu lassen, falls der Airbag ausgelöst hat. Und außerdem, damit die Insassen mit den Rettungskräften kommunizieren können. Was mich an dem neuen Audi A8 und vor allen Dingen an unserer L-Version richtig interessiert ist, was kann der eigentlich hinten auf den Rücksitzen? Also wie viel Platz bietet der, wenn ich mich chauffieren lassen will? Und dafür habe ich natürlich meinen eigenen Chauffeur dabei. Uli, mach doch mal die Tür auf. Aber ja. Geht doch. Also hier hinten im Audi A8 zu sitzen, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Raum pur. Ich als großer Mensch kann mich hier richtig ausstrecken, sitze extrem bequem und vor allen Dingen ganz wichtig, im Vergleich zum Vorgänger kann ich mich auch anlehnen. Früher habe ich mir immer den Kopf gestoßen. Hier sitze ich mit meinen fast 2 Metern richtig bequem. Man könnte sagen, wie in Abrahams Schoß.
Uli, wie fährt sich denn das Auto da vorne? Ich hatte den ja schon. Was ist denn so dein erster Eindruck? Er fährt sich unglaublich ruhig. Er macht einen sehr komfortablen Eindruck. Das Raumangebot ist enorm. Das heißt, auch der Chauffeur ist mehr als begeistert. Das war unser Fahrbericht mit dem neuen Audi A8 hier aus Valencia. Ich muss sagen, das Fahrzeug hat den Begriff das Flaggschiff der Marke absolut verdient. Wir haben jetzt unter anderem das 48 Volt Bordnetz mit im Fahrzeug und das sorgt einfach technisch für viele Innovationen. Aber auch sonst ist das Auto rein von der technischen Seite auf dem absolut neuesten Stand. Für mich das echte Highlight am Fahrzeug ist ganz klar der Platz hinten im Fond, denn jetzt kann auch ich mit Chauffeur fahren.